Hallo meine Lieben, ich habe heute wieder ein paar vegane Produkte für euch, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und die kleine Yoda, da, hilft mir dabei. Und ich glaube, ich brauche unbedingt einen neuen Kameraakku, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich ein Video drehe, ist der Kamera fast leer. Ich lade die ständig auf. Naja, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich werde es heute ein bisschen sortieren. Ich werde alles, was so Beauty-Make-up ist, ans Ende hängen, weil dann können all die, die darauf keinen Bock haben und die es nicht interessiert, einfach abschalten und werde die anderen Sachen wie Lebensmittel und sowas vorziehen. Und ich habe sowohl jetzt ein paar Bilder, die ich dann gleich hier einblenden werde, als auch ein paar Sachen, direkt, die ich euch in die Kamera halten kann. Und ich würde sagen, mit denen fange ich mal an. Das sind nicht so viele. Wobei doch, ich habe noch was in der Küche. Moment. So, und ich fange mal an mit Waschmittel. Da habe ich hier aktuell zwei Stück, die beide vegan sind. In der Regel nehme ich gerade immer diese E-Cover-Produkte. Die gibt es nämlich im Alnatura. Und die sind bio, vegan und mit möglichst wenig oder ganz ohne Chemie, also ganz ja, pflanzenbasierte Inhaltsstoffe, vollständig biologisch abbaubar. Und da habe ich so gerade das beste Gefühl mit. Da gibt es natürlich noch andere Sorten. Im Teegut gibt es zum Beispiel dieses Sona, so, ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Aber das ist halt die Sorte oder die Marke, die es im Alnatura gibt. Und da ich den hier um die Ecke habe, ist es immer ganz praktisch zu besorgen. Und ich finde es auch super. Also ich habe hier das Waschmittel für weiße Wäsche und ja, es wäscht auch meine oder unsere Wäsche weiß und vom Geruch finde ich es eigentlich auch ganz angenehm. Es ist relativ neutral, es ist halt nicht so parfümig und ja, ich mag das gerne. Das ist ein Pulver, falls man das hört und reicht für 16 Wäschen angeblich. Ich glaube, bei mir hält es länger, weil ich immer so nach Gefühl und immer ein bisschen weniger reingebe, aber es reicht. Dann habe ich aktuell von Frosch mal wieder welches. Ich nehme da normalerweise auch für bunte Wäsche das von E-Cover. Wir waren jetzt aber einkaufen irgendwo anders und ich hatte noch Waschmittel mit auf der Liste stehen. Und dann waren wir genau im Rewe und da gab es halt dann kein E-Cover. Und deswegen habe ich das von Frosch mal mitgenommen. Das ist auch bio und vegan, wie glaube ich fast alle Sachen oder sogar alle Sachen von Frosch. Ja. Aber generell nehme ich lieber Pulverwaschmittel. So, dann habe ich auch, was ja viele nicht so toll finden, ich benutze aber bei der Wäsche immer ein bisschen was davon, hier Weichspüler. Ich benutze aber auch eigentlich viel, das reicht bei mir auch mehr als 25 Wäschen. Und da habe ich auch diesen von E-Cover, die gibt es auch im DM, die Marke, glaube ich. Ich habe den Weichspüler, glaube ich, aus dem DM geholt. Und ich finde den richtig, richtig lecker vom Duft. Das ist halt überhaupt nicht so richtig parfümiert oder sowas, sondern also hier riecht man echt wirklich wenig und auch die Wäsche, die riecht eben nicht übertrieben parfümiert, sondern das riecht einfach wie so ein total leckerer Geruch. Also so wenn man dann so ein T-Shirt anhat, was hiermit irgendwie dann gewaschen wurde, das ist nicht so von wegen, oh, du hast aber ein tolles Parfüm, sondern oh, irgendwas riecht total lecker an dir. Ja, also ich finde es super. Ja. Mit Waschnüssen habe ich auch schon mal ausprobiert zu waschen, aber das Ergebnis war nie gut. Also klar, wenn man Wäsche hat, die einfach nur aufgefrischt werden muss, funktionieren Waschnüsse auch super. Aber sobald ich irgendwelche Flecken oder so hatte, Make-up oder irgendwie Essensreste, so, keine Ahnung, gekleckert oder sowas, dann ist es irgendwie nie so richtig abgegangen. Und ja, dann Sachen mehrmals zu waschen, ist dann Energie, also von dem Energieaufwand auch nicht so toll. Ich habe auch andere Sachen von E-Cover, so zum Beispiel WC-Reiniger, Kalkentferner und so weiter. Ich finde, die reinigen alle super. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie gemerkt, dass man Chemie bräuchte. Aber es gibt einen von diesen Reinigern und ich habe vergessen, welcher es ist. Das wollte ich mir eigentlich für dieses Video merken. Den kaufe ich nicht mehr und ich muss jetzt wieder mal rausfinden, welcher es ist. Beim nächsten Putzen muss ich mal wieder darauf achten, weil ich den immer noch nicht aussortiert habe. Wobei ich die Sachen ja auch gerne aufbrauche. Das ist nämlich das Problem. Also die riechen alle relativ natürlich und wenig parfümiert. Die Gerüche sind dann immer eine Ansichtssache. Das Problem ist, bei einem von diesen Reinigern, das riecht wie Urinstein. Und wenn ich damit dann das Bad putze, das riecht, wenn man da reinkommt, wie dann so ein Bahnhofsklo. Und das ist dann halt echt nicht toll. Ja. Aber diese Sachen, die ich eben euch gezeigt habe, kann ich auf jeden Fall empfehlen. womit mache ich dann weiter? Ich mache mit was ganz Bösem weiter, aber ich zeige es einfach in die Kamera, weil es aus Versehen vegan ist und hier in meiner Wohnung gelandet ist oder bei meinem Freund. Und zwar, wenn ich krank bin. Wenn ich krank bin, dann liebe ich es, Eis zu essen. In
Mengen, ja, in Massen und Mengen. Und mein Freund war jetzt so lieb und dachte, er bringt mir vom Einkaufen zu meinem Eis Schokosauce mit und hat dann hinten drauf geguckt, juhu, vegan, und hat sich gefreut. Ich fand es auch super lieb. Nur ist es ja bei mir so, dass ich kein Nestle kaufen möchte oder es versuche zu vermeiden. Also da, wo ich es weiß, zum Beispiel auch Gardengourmet, was vegan ist, ist aber halt von Nestle und deswegen versuche ich das dann auch nicht zu kaufen oder kaufe es halt nicht. Und das ist leider auch von Nestle. Es wird aufgebraucht, weil es ist gekauft, es ist vegan und es ist tatsächlich lecker. Hat Schokosauce, aber halt Nestle. Also wem das völlig egal ist, es ist vegan, aber ja. Ja, dann ebenfalls aus meiner Krankzeit, und man hört auch ein bisschen noch, dass meine Stimme noch angekratzt ist. Ich habe das halt ein bisschen verschleppt, weil ich hatte die Woche, wo ich krank war, nicht die Chance, mich richtig auszukurieren, weil ich jemandem helfen musste, der mir sehr nahe steht und meine Hilfe gebeten hat, und dann war mein Geburtstag und hier und da und ja. Aber das ist hier einmal der Erbseneintopf von Alnatura, da steht vegetarisch drauf, ist aber vegan laut der Zutatenliste. Also ich wüsste jetzt nicht, was daran nicht vegan ist. Wenn ich mir irgendwas übersehe und irgendein Produkt nicht vegan ist, obwohl ich das dachte, bitte schreib es in die Kommentare, damit ich das im Video entsprechend ergänze, den Hinweis. Aber vegan, Biogemüsesuppe, auch aus dem Alnatura vegan. Hiervon habe ich noch den Linseneintopf, den habe ich aber noch nicht probiert. Und die Gemüseravioli sind auch vegan. Die habe ich probiert. Also wenn man krank ist, kann man die ganz gut essen. Oder wenn man mal sowas hat, so von wegen, oh, ich brauche jetzt einfach irgendwas zu essen und ich habe gerade meinen Schlurfi-Tag, finde ich es völlig okay. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, da habe ich jetzt mal voll Bock drauf, weil die so lecker waren. Absolut essbar, aber jetzt halt nicht so, wo man denkt so, ja, cool, die könnte ich mir wieder kaufen. Es ist eine super Konserve, finde ich, für Zeiten, wo man krank ist und eben nicht kochen kann und will. Der Erbseneintopf, davon habe ich gar nicht so viel geschmeckt, weil zu der Zeit meine Nase richtig zu war. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass es übertrieben salzig war. Also das bisschen, was ich geschmeckt habe, war ganz lecker. Also ich glaube, mit denen kann man nicht so viel falsch machen, mit diesen Alnatura-Konserven. Es ist jetzt halt eine Konserve, es ist jetzt nichts, wo man denkt so, ne, boah, mega, müssen wir unbedingt wieder kaufen. Aber eine super Konserve eben für solche Zeiten. Und hier die Bio-Gemüsesuppe finde ich halt schon mal auch sehr cool, dass sie halt in einem Glas ist. Hier sieht man auch ganz gut, was da drin ist. Das ist so eine klassische Gemüsesuppe. Ich finde sie ziemlich sellerielastig, was ich so geschmeckt habe. Wie gesagt, meine Geschmacksnerven waren so ein bisschen eingeschränkt. Aber durchaus nicht unlecker. Ich finde selbstgemachte immer noch leckerer. Aber wenn man halt so richtig umliegt, gar nicht Bock hat, auf jeden Fall auch keine schlechte Wahl. Ja. So, dann gucke ich mal auf die Bilder. Mit denen geht es nämlich weiter. Joda, willst du mal kurz die Zuschauer währenddessen unterhalten? Nein? Gut. Joda möchte spielen, aber spielen gibt es jetzt gleich nach der Kamera. Ja, dann hier einmal der Hummus gegrillte Paprika von Alnatura. Hat mich auch positiv überrascht. Also ich muss sagen, dass der auch lecker ist und ich ihn durchaus wieder kaufen würde. Er kommt nicht an den Hummus ran, den ich euch in einem Video davor gezeigt habe. Von Greenheart, glaube ich, war der. Aber er ist auf jeden Fall lecker und kommt mein Daumen hoch. So, und jetzt darf ich erstmal eine kurze Aufnahmepause machen und die Kamera aufladen. Wahrscheinlich hat das Joda gemacht, damit ich mit ihr spiele. Also bis gleich. So, ich habe die Aufladezeit genutzt, um ein bisschen fleißig zu sein. Ich habe eine Ladung Wäsche in die Maschine gepackt und ich habe meine Pflanzen gegossen und die Hängebegrünung ein bisschen bestückt und aufgeräumt und so weiter. Trotzdem ist es nicht viel aufgeladen, aber wir versuchen einfach mal unser Glück und ja, Moment, noch einen Schluck Kombucha. Hm. Also, ich habe nämlich gerade noch auf dem Balkon gefunden, das hier. Wer meine Balkon-Vlogs guckt, der kennt den veganen Dünger mittlerweile. Ich kann euch aber nicht sagen, wie gut er ist, weil, naja, ich benutze ihn halt einfach. Aber was davon jetzt wirklich von diesem Pflanzenwachstum vom Dünger kommt und was nicht, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall schadet er den Pflanzen nicht, also das ist schon mal das Gute, und man kann ihn eben auch für Kräuter und alles benutzen. Das ist halt 100% pflanzlich und ja, besonders geeignet für Kräuter, Gemüse und Obst. Dieser Akku macht mich wahnsinnig.
So, also er sollte jetzt endlich genug aufgeladen sein, damit ich dieses Video zu Ende bringe. Ich muss mir wirklich einen neuen Akku holen. Hilft alles nichts. So, da haben wir jetzt zum Beispiel die Green Heart Schnittlauchcreme und ich glaube, ich habe die euch schon mal in einem Video gezeigt. Habe sie jetzt aber länger nicht gekauft und hatte sie jetzt wieder und muss sagen, es hat sich, glaube ich, was verändert. Ich hatte die nicht so gut in Erinnerung. Was ich an dieser Creme mag, sie ist relativ fest, was allerdings auch ein Nachteil sein kann, je nachdem, wofür man sie braucht. Aber es ist ziemlich fest, diese Frischkäse und hat mittlerweile, ich kann mich da früher gar nicht dran erinnern, eine deutliche Knoblauchnote mit drin. Ist aber sehr cremig, finde ich, wenn man es dann erstmal ein bisschen weich bekommen hat. Und ich nehme das sehr gerne für zum Beispiel meinen Nudelsalat. An meinen Nudelsalat, an das Dressing kommt alles Mögliche, unter anderem eben auch Frischkäse. Und dann nehme ich diese Schnittlauchcreme sehr gerne. Und auch, ich merke es auch so auf Brötchen ist es lecker zum Frühstück oder gerade wenn man dann irgendwie noch ein bisschen Schnittlauch drüber streut, Kresse oder auch einen anderen Aufstrich noch drüber macht. Ja, also die mag ich sehr gerne. Gibt es auf jeden Fall im Alnatura und in vielen Reformhäusern und ist halt mit 1,79 Euro oder so ziemlich günstig im Vergleich zu vielen anderen Sojaprodukten, die Frischkäse ersetzen. Und ich finde auch, dass eben der Frischkäse-Geschmack, der Sojageschmack einfach nicht so stark durchkommt. Ja. Also deswegen von mir kriegt die einen Daumen hoch. Man merkt, dass ich ein Alnatura direkt um die Ecke habe und dort regelmäßig einkaufe mittlerweile. Ich hole da jetzt ganz oft diese Wraps, oder was heißt ganz oft, aber schon regelmäßig. Die sind vegan und die sind auch ohne 1000 E-Stoffe, wie manche Wraps so sind. Und ich finde die halt super, um ein schnelles Abendessen zu haben oder um, keine Ahnung, irgendwie zwischendrin mal was zu essen. So ein Wrap ist halt schnell gefüllt, schneidest dir irgendwie ein bisschen Salat klein, machst ein bisschen Soße mit rein und fertig. Ist auch einfach super zum Reste essen und man kann da auch Falafel gut mit reinmachen und Tofu und was weiß ich. Ist halt so ein bisschen wie Sommerrollen, nur eben als Wrap. Ja, dann habe ich ausprobiert von Bauk die Brownies bzw. die Backmischung für Brownies. Es war irgendwann, dass ich was backen wollte und es sollte aber schnell gehen. Ich hätte auch irgendwie keine Lust, irgendwie mehr Zutaten zu besorgen oder zu gucken, was ich da habe. Auf jeden Fall war ich extrem backfaul, es musste irgendwie schnell gehen. Und dann habe ich mir nämlich entschieden, dass ich diese Brownie-Packung mal mitnehme und ausprobiere. Und ich muss sagen, sie sind sehr lecker. Sie sind richtig, richtig schokoladig und lecker. Bei meinem Backofen ist so ein bisschen hier das Problem, dass der komisch backt. Also es braucht alles länger und die Brownies sind dann außen schon gut und innen drin noch ganz flüssig. Das liegt aber nicht an der Backmischung, das liegt einfach an dem Backofen. Deswegen muss ich es immer so 10 Minuten länger drin haben und verfeine das gerne noch dann mit Bananen. Also auch generell mein Brownie-Rezept, was auf dem Kanal ist, da einfach mal die Nüsse durch Bananen ersetzen oder auch Bananen zusätzlich noch hinzugeben. Mega lecker. Ja, und diese Backmischung kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn jemand eine Backmischung benutzen will. Natürlich sind Backmischungen relativ sinnfrei, weil man muss ja auch bei einer Backmischung trotzdem ja noch andere Zutaten hinzugeben, zum Beispiel Wasser oder Milch oder Margarine und sowas. Und das, was in der Backmischung drin ist, also Mehl, Kakaopulver, Backpulver meistens so die Ecke, wäre auch nicht viel länger, wenn man das selber zusammenmischt, ja. Aber trotzdem gibt es irgendwie so eine Grundfaulheit, die es einem manchmal leichter erscheinen lässt, eine Backmischung aufzumachen. Und umso schöner, wenn sie dann halt noch lecker ist. Und diese Bauk-Produkte finde ich eigentlich immer ziemlich gut. Die haben auch ganz viele Vollkornmehl-Sachen und sowas. Gehen also auch schon mehr in diesen Bio-Sektor. Ich weiß gar nicht, ob sie ein Bio-Siegel haben. Aber auf jeden Fall finde ich die meistens ganz lecker. Ja, wieder mal von Alnatura hatte ich dann auch mal so einen Smoothie ausprobiert. Ich stehe normalerweise nicht auf diese Fertig-Smoothie, die es zu kaufen gibt. Einmal, weil sie oft wie dieser hier in einer Plastikflasche sind. Es gibt ja auch diese einen in Glasflaschen, die sind dann deutlich besser. Die schmecken, finde ich, auch dann ganz gut. Aber ich hatte irgendwie an dem Tag unglaublich Hunger, gleichzeitig Durst. Und dachte mir, komm, jetzt an der Kasse liegt so ein Smoothie. Ja, immer die Sachen, die an der Kasse liegen. Nimmst du mal mit, probierst du aus. Nee, ist bei mir total durchgefallen. Ist einmal mega teuer. Fast 3 Euro kostete dieses kleine Fläschchen. Also völlig überteuert, finde ich. Und geschmacklich, nee. Also für mich überhaupt gar nichts.
Dann ausprobiert habe ich von Hobels die veganen Hotdogs, wirklich als Hotdog. Also wir hatten dazu Hotdogbrötchen und Senf, Ketchup, Röstzwiebeln und saure Gurken und so weiter. Ich finde die schon einen ganz guten Ersatz, aber ich finde sie relativ gummimäßig. Also man merkt schon, wenn man das dann abbeißt, den Hotdog, dass man nicht einfach wie früher durch eine Wurst einfach so durchgleitet mit den Zähnen, sondern es ist schon sehr zäh und gummimäßig ist. Also wenn man so richtig Bock mal auf Hotdogs hat, was ich hatte an dem Tag, und das ist schon cool, aber es wäre jetzt nichts, wo ich sage, so ja, kommt dem genau nahe. Also geschmacklich finde ich es völlig okay. Also geschmacklich hat man früher, glaube ich, auch nicht so viel von der Wurst geschmeckt. Aber ja, dieses extrem feste stört mich ein bisschen, dieses extrem gummiartige. Also wenn man die jetzt ohne Hotdogbrötchen essen würde, einfach so zum Ketchup dippen und abbeißen oder so, dann nee, wäre das nichts für mich. Aber mal, wenn man richtig mal so Hotdog-Heißhunger hat, kann man die auf jeden Fall gut nehmen. Um dann auch mal wieder zu den Süßigkeiten zu kommen. Es gibt von Alnatura, neue Schokoladen. Aber die habe ich mir diesmal gar nicht selbst gekauft, sondern die habe ich zu Ostern geschenkt bekommen von der Familie meines Freundes. Und das ist diese Flakes-Schokolade. Ich muss sagen, dass ich die an sich richtig lecker finde. Sie ist mir nur ein Ticken zu süß. Also ich finde die schon sehr extrem süß, aber das mit den Flakes schmeckt total gut. Woran hat mich das denn erinnert? Ich glaube, es ist ein bisschen an Schokocrossis oder sowas. Also die Flakes sind sehr knusprig, sind auch viele Flakes drin und schmecken sehr gut. Aber wie gesagt, das ist, also bei Schokolade esse ich meistens eh nur an so einen halben Riegel oder einen Riegel, aber da war das richtig so alles zusammengezogen vor Zucker. Wow, sehr krass. Also, aber wer total mega süße Schokoladen mag, für den ist das richtig, weil ansonsten, so von den Flakes halt geschmacklich, ist sie richtig, richtig lecker. Ja, und dann noch ein letztes Nahrungsmittelprodukt, nämlich ein halbes Pfund Veggie-Hack. Das hatte mein Freund jetzt mitbekommen, mitgebracht von Alnatura, ja, sorry. Und ich hatte, wir wollten Bolognese machen. Ich mag ja lieber Grünkern-Bolognese, mein Freund mag aber lieber Soja-Bolognese, deswegen wechselt das immer so ein bisschen ab. Und dann hat er eben im Alnatura dieses Veggie-Hack gefunden. Es gibt auch noch welches, das sieht wirklich aus wie so durch einen Fleischwolf halt gedrehte Fleischschnüre, wer es braucht, dass es so aussieht. Das hieß auch Soja irgendwas. Es war in so einer grünen Packung. Ich habe keine Ahnung. Das hatte ich mal mitgenommen, weil es reduziert war, weil es kurz vorm Ablaufen war. Das fand ich ganz gut, weil man es halt auch schön selbst würzen konnte. Dieses Hack hier ist extrem schon gewürzt und hat für mich aber mehr so einen Gulasch-Charakter. Also ich finde, das riecht nach Gulasch, schmeckt irgendwie mehr nach Gulasch. Aber es kommt ganz gut in der Bolognese. Also es ist halt dann schon sehr würzig. Man muss wenig nachwürzen, wenn überhaupt. Ich packe dann einfach immer noch meine frischen Kräuter dran, so Oregano, Thymian. Und es hat dann einfach natürlich einen sehr starken Eigengeschmack durch diese eigene Würzung, die es mitbringt. Ich fand es aber nicht verkehrt. Ja, aber ich muss sagen, dass mir trotzdem natürlicheres Sojahack oder Grünkern lieber ist, wo ich wirklich so meine eigene Würze eben dran geben kann. Ja, und das war der Teil mit den Haushaltsmitteln und Lebensmitteln. Jetzt geht es so in die Beauty- und Kosmetik-Richtung. Also wen das nicht mehr interessiert, der kann jetzt einfach abschalten und danke fürs Video schauen. Und wer darauf noch Lust hat, der guckt einfach weiter. Und wenn ich jetzt ein paar Sachen in die Kamera halte, ich entschuldige mich jetzt schon für meine Fingernägel. Die sind total abgeblättert. Ich habe seit Tagen keinen Bock gehabt, die neu zu lackieren, den alten Nagel abzumachen. Entschuldigt bitte, ja. Aber ich hatte auch keine Lust, das jetzt noch irgendwie vorm Video zu machen, weil es immer so ewig dauert, bis der trocken ist. Und ich hätte zwar die Pause nutzen können, jetzt wo die Kamera geladen hat, aber da habe ich tatsächlich Besseres zu tun gehabt. Und ja, also Entschuldigung im Vorfeld. Ich fange mal an mit Zahncreme. Und zwar hatte ich da vor einer ganzen Weile, ich mache immer so die Fingernägel extra weg, diese Cartier Paris Zahncreme bekommen. Die ist mit Heilerde, also steht drauf, Toothpaste with Clay. Ja, aber also angeblich ist es Heilerde und mit Minze. Von der Minze merkt man jetzt nicht so viel. Es ist eher die Heilerde. Also es ist jetzt geschmacklich überhaupt nicht der Renner. Es schäumt auch nicht oder so. Aber darum geht es ja auch nicht. Vielleicht kann man das hier mal sehen, wie die aussieht. Die ist halt... Ja.
Also die ist, ja, doch, die riecht, ja, sie riecht nach Minze und nach Heilerde. Ist jetzt kein besonderes Erlebnis im Mund, aber okay. Ich benutze die aber nicht bei jedem Zähneputzen, weil ich irgendwie danach nicht so dieses frische Gefühl halt im Mund habe. Und meine Zähne sind irgendwie extrem, so dass sie extrem schnell gelb werden und alles. Ich habe es auch schon mit Kurkuma probiert. Bei mir war es so, also warum auch immer das scheinbar allen anderen nicht so ist, bei mir wurden die Zähne extrem gelb und orange, wenn ich Kurkuma benutzt habe. Und das ist halt nicht so geil. Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Ich bin irgendwie hiermit auf jeden Fall nicht so glücklich. Schluck auf. Muss man ausprobieren. Also wenn ihr was ganz Natürliches sucht, dann wäre das wahrscheinlich ein gutes Mittel. Ich benutze sie halt jetzt immer mal so einmal die Woche oder zweimal die Woche. Aber meine Zähne fühlen sich danach nicht so sauber an, wie ich mir das wünsche. Und wenn ich die dann mal eine längere Zeit jeden Tag benutze, dann merke ich auch, dass meine Zähne irgendwie wieder ein bisschen gelblicher werden und so. Finde ich nicht so toll. Was ich aktuell wieder jetzt benutze, ist die Kingfisher fluoridfrei Mint-Zahncreme. Das ist auch eine vegane, natürliche Zahncreme. Die gibt es zum Beispiel bei Alles Vegetarisch oder bei so Versandhäusern zu bestellen. Ich weiß nicht, wo es die in Örtlichkeiten gibt, also in lokalen Geschäften. Und mit der bin ich ziemlich zufrieden. Manchmal habe ich auch die von Sansee oder die von Lavera. Ja, und die benutze ich dann immer so mal im Wechsel, was ich gerade finde oder auch mal zugeschickt bekomme. Und aktuell die. Ja. So, mal hier ein bisschen was zur Seite, damit ich hier nicht durcheinander komme. Ganz neu habe ich von PH Cosmetics diese basische Reinigungsmilch. Die habe ich von einem Freund zum Geburtstag bekommen. Und hatte sie auch auf meinem Wunschzettel. Und er hatte sich mal auf meinem Wunschzettel umgesehen und gedacht, ja, kaufst du dir das mal. Und es sind, ja, es ist eine natürliche Reinigungsmilch, also aus natürlichen Wirkstoffen, zum Beispiel Wiesenschaumkrautöl, Mandarine, Pfefferminze und Schachtelhalm. Ich kann euch gerade gar nicht sagen, wie die gerochen hat. Es war, ja, also riecht jetzt nicht eklig, riecht aber irgendwie auch nicht besonders betörend. Es halt riecht eher gesund und nach natürlichen Ölen, nach ätherischen Ölen, was aber jetzt nicht unangenehm ist. Und was ich das Coole hier dran finde, ich habe es halt nicht erwartet. Ich wollte diese Reinigungsmilch eigentlich zum Abschminken nehmen. Habe sie dann aber als erstes benutzt, nachdem ich mich schon abgewaschen hatte, morgens. Also abends hatte ich mich schon abgeschminkt, also gewaschen, ohne dass sie abgeschminkt. Morgens dann das Gesicht gewaschen mit Aleppo-Seife und habe mir dann gedacht, hey, du hast ja noch diese Reinigungsmilch, probierst du die jetzt mal aus. Hast zwar kein Make-up drauf, bist schon gewaschen, aber schaden kann es ja nicht, basisch und so. Also basisch ist halt gut für die Haut, ist gut für den pH-Wert der Haut. Ja, und dann habe ich mir ein Wattepad genommen, ein bisschen Reinigungsmilch drauf, auf mein Gesicht getupft, abgenommen, habe in den Spiegel geguckt und gedacht, wow, das ist krass. Habe aufs Wattepad geguckt und auf dem Wattepad waren noch ganz viele irgendwie schwarze Pünktchen, also so Talgsachen, die hier rausgeholt wurden. Es war beige-braune Stellen auf dem Wattepad, also so wie wenn man sich halt irgendwie abschminkt oder ne, wenn man halt noch ganz viel Schmutz vom Gesicht nimmt. Ja, und obwohl ich mich am Abend vorher abgeschminkt gewaschen habe, dann gewaschen und meine Haut, meine Poren, die waren extrem irgendwie geklärt, extrem, aber auch, also was ist offen, aber man sah einfach, dass da total viel rausgeholt wurde eben. Und ja, ich habe ja schon sehr gute Erfahrungen mit PH Cosmetics gemacht. Ich zeige euch da nämlich gleich noch was. Habe auch mir deswegen auch hohe Erwartungen gehabt an dieses Produkt, vor allem, weil die Sachen ziemlich teuer sind. Also die kostet irgendwie um die 18 Euro, diese Reinigungsmilch. Man braucht aber nicht viel. Also sie hält lang, aber das hat mich halt wirklich geflasht. Da habe ich echt da gestanden so, wow. Und habe irgendwie die ganze Zeit auf das Wattepad angestarrt. Krass, ja. Also die ist jetzt echt nicht mehr wegzudenken bei mir. Ebenfalls von PH Cosmetics, und ich glaube, dass alle Produkte von denen vegan sind, ist dieses basische Körperpeeling auch mit den gleichen Zutaten oder mit den gleichen Wirkstoffen. Und es ist eben ein richtig schönes Peeling. Ich kann euch das mal jetzt... hier einen Pumpstoß. Moment. Wenn man da länger nicht gepumpt hat, dann geht es immer wieder raus und man muss ein bisschen nachpumpen. Da ist eigentlich noch ziemlich viel drin, aber also das Pumpsystem ist noch nicht so perfektioniert. Vorführeffekt. Unter der Dusche geht es immer gut. So, jetzt. Mit links pumpen, das war's. Ja, so sieht es aus, wenn man es mal erkennt. Naja, ihr werdet es schon, ihr seht es schon ungefähr. Ja, und da sind halt einfach wirklich richtig schöne Peeling-Körner drin. Also
All diese braunen Sachen, die ihr seht, das sind Peelingkörner. Und ich finde es ein richtig tolles Peeling. Also es ist jetzt kein super sanftes Peeling, also fürs Gesicht würde ich es eher weniger verwenden. Wobei manchmal unter der Dusche nehme ich es auch fürs Gesicht. Aber eben für den Körper benutze ich das so ein, zweimal die Woche. Und ja, macht halt einfach richtig schön weiche Haut, pflegt. Was ein gutes Peeling halt so machen soll. Und das riecht auch irgendwie lecker, so ein bisschen minzig, teebaumig. Auf jeden Fall lecker. Ach so, und ich habe gerade nicht auf dem Schirm, was das kostet. Die Sachen von PH Cosmetics sind alle ziemlich teuer. Aber wenn ich jetzt mal sehe, ich benutze es jetzt schon ziemlich lange. Ich benutze es regelmäßig für mich. Wenn wir zusammen duschen, benutze ich das auch für meinen Freund. Und ich sehe es jetzt hier gerade wegen dem Licht. Es ist immer noch zu mehr als 3/4 voll. Also man braucht da so wenig von. Es ist so mega ergiebig. Ich glaube, da kommt man locker ein halbes Jahr mit hin, wenn nicht sogar länger. Ja, sehr coole Sache. Ja, das sind immer so Sachen, es gibt irgendwie Produkte. Ich habe früher mal gedacht, es muss alles billig sein. Aber es gibt viele Produkte, wo man wirklich dann mehr fürs Geld bekommt. Einmal solche Produkte, die dann halt zum Beispiel vegan sind, mit natürlichen Inhaltsstoffen, die wirklich auch ja, was bringen, ja, also wo nicht nur draufsteht pflegen, sondern die wirklich was bringen, aber die sich dann auch total mega lang halten, also wo es am Ende gar nicht so teuer ist, weil man hat länger Freude daran, es wirkt besser, ja, also das ist immer so der Trugschluss des Billigen natürlich, aber man ist oft unglücklich damit oder wirft es halt oft weg, bevor es leer ist oder so, keine Ahnung. Also bei diesen pH-Kosmetik-Sachen, bis jetzt alles, was ich hatte, hat mich total überzeugt gehabt. Ich gehe auch mal weiter mit der Körperpflege und zwar habe ich dann einmal hier Raspberry Kiss Body Milk. Das hatte mir meine Mama mal geschenkt und die Sachen sind fast alle vegan, glaube ich. Ich weiß nicht, ob alle vegan sind, aber es sind einige vegan. Da gibt es auch Duschgel von und eben die Body Lotion und ich liebe ja diese Gerüche. Also ich mag auch diese ganzen Lush-Sachen total gern von den Gerüchen. Wer es eher natürlich mag, für den ist es nichts. Aber das hier riecht halt so mega geil nach so künstlicher Himbeer, so Himbeerkuchen. Und ich finde es auch sehr ergiebig, diese Milch. Also ich brauche auch zum Beispiel für meine Beine nur so ein, zweimal pumpen. Deswegen hält es auch schon ziemlich lange hier. Und vom Pflegefaktor würde ich sagen mittelmäßig. Also es ist jetzt nicht die reichhaltigste Bodylotion, die ich je benutzt habe. Oder kommt natürlich auch nicht an Öl ran. Aber ich finde es auf jeden Fall pflegend für normale Haut oder ein bisschen trockenere Haut, das ist auf jeden Fall okay für sehr trockene Haut, aber eher weniger geeignet. Also zum Beispiel meine Beine sind oft sehr trocken und da ist es dann mehr für den Duft oder mal gerade, dass es halt kurz hält, aber da müsste ich schon mehrmals eincremen. Aber ich habe das jetzt auch mal ausprobiert mit Vanille. Mein Freund findet es ganz schrecklich. Ich finde es total toll, weil Vanille riecht wie dieses Butter-Vanille-Aroma, was man an diesen kleinen Fläschchen bekommt zum Backen. Oh, mega gut. Und ebenfalls sehr lecker und ich habe das von der Alena, glaube ich, geschenkt bekommen. Alena, ich glaube, du hast mir das geschenkt. Rose Jam Duschgel. Warum ich das nicht mehr genau weiß, ist, es ist schon lange her. Trotzdem ist hier noch was drin, nicht weil es einfach ewig hält, sondern weil ich es mir einteile, weil es so lecker riecht. Also ich bin nicht immer so ein Fan von Rosenduft. Oft bekomme ich von Rosenduft, gerade wenn er künstlich ist, Kopfschmerzen. Oder ich hätte jetzt auch mal eine Rosenblütenlimonade getrunken. Das war wie, als würde ich Seife trinken. Das war nicht so toll. Aber das hier, das ist so eine ganz... Also es ist richtig süß, der Geruch. So richtig zuckerlastig. Richtig süßer Rosenduft. Und ich liebe das. Also allein der Geruch, wenn man unter der Dusche steht und es benutzt. Und auch der Geruch danach auf der Haut und... Also wenn man Laschgerüche mag, dann würde ich das mal ausprobieren. Ja, so und jetzt geht es noch in die dekorative Kosmetik. Und da habe ich tatsächlich mal ein paar High-End-Kosmetikprodukte, wo irgendwie jeden Monat ein neues Produkt zu mir gefunden hat. Und ja, das Schlimme ist, ich habe früher mal gedacht, boah, wie kann man denn so viel Geld für irgendwie sowas ausgeben und so weiter. Aber
ja, als ich dann angefangen habe, mich mal wieder ein bisschen mehr zu schminken und so, habe ich dann auch so ein paar Tutorials auf YouTube verfolgt und habe es immer versucht nachzuschminken und mir gedacht, warum sieht es bei mir so anders aus, warum funktioniert es bei mir alles nicht? Bis ich dann mal festgestellt habe, okay, teures Make-up hat teilweise schon seine Berechtigung, warum es teuer ist. Der Vorteil ist daran aber bei meinen Sachen, die ich jetzt habe, dass die alle auch vegan sind. Und ja, mein Freund hatte mich da so ein bisschen angefixt, weil er mir beim Oslo-Urlaub dann eben mal was davon geschenkt hat. Und dann habe ich gemerkt, so, pff, das ist kein Vergleich zu meinem alten Make-up. Und jetzt ist es halt so, dass jeden Monat mal so ein Teil sein darf. Weil die Sachen kosten halt meistens so zwischen 20 und 30 Euro. Und mein Budget ist halt nicht das Tollste, auch wenn das manche meinen mittlerweile. Und deswegen ist es halt irgendwie ein Teil im Monat. Und dafür fällt dann, gönne ich mir halt irgendwas anderes nicht. Oder irgendwas Spaß halt irgendwann an irgendeiner anderen Ecke. Und ja. Also ich fange mal an mit Bare Minerals. Das hier ist ein loses Puder-Make-up. Das heißt Blemish Ready. Und ja. Ich hatte mir irgendwie total viele Videos angeguckt auf YouTube zu so einem Puder-Make-up, weil ich vorher immer nur nasse, flüssig Make-ups benutzt habe. Und ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das Falsche gekauft. In den Videos waren immer alle, oder vielleicht bin ich auch zu blöd, das zu benutzen. In den Videos waren immer alle total begeistert von der unglaublichen Deckkraft. Aber, also die Deckkraft, ich finde die halt sehr natürlich, die Deckkraft. Und das ist auch schön für den Sommer. Das ist halt jetzt so aufgebaut und dann kann man mit diesem Pinsel, da gibt es halt auch diese vegane Variante, kann man da halt so reingehen und dann das einmassieren in die Haut. Das sind einfach nur, also keine Chemie oder so, das sind alles zerstoßene Mineralien und natürliche Farbpigmente. Und dann nimmt man es eben auf und reibt und reibt und reibt und reibt und reibt. Und je mehr man reibt, desto schöner wird es dann. Am Anfang ist es noch sehr pudrig, aber je mehr dann die Haut ölig wird oder über den Tag, wenn man auch ein bisschen schwitzt oder so, dann wird es halt schöner, das Make-up. Ich finde es nicht schlecht, aber es ist halt, es kostet halt irgendwie 27 Euro und es verbraucht sich relativ schnell, finde ich, weil ich total viel brauche. Also ich muss 2-3 Schichten auftragen, damit es wirklich eine richtig schöne Deckkraft hat. Und ja, also für den Sommer ist es gut, wenn man auch zum Beispiel Sport macht oder draußen es heiß ist und so, weil man sich das viel besser mit Schwitzen verträgt, als es jetzt ein Flüssig-Make-up tut. Aber ich denke nicht, dass ich mir das nochmal holen werde, weil ich muss halt immer gucken, wenn ich mir irgendwie im Monat was gönne, was irgendwie dann bio und vegan und so weiter ist, dann muss ich halt immer gucken, okay, für was entscheide ich mich? Und wenn ich dann mit einem Produkt nicht 100% zufrieden bin, dann nehme ich halt lieber dafür irgendein anderes Produkt. Ja. Aber wenn ihr euch da weniger Gedanken drum machen müsst, dann probiert es gerne mal aus. Guckt euch vielleicht auch ein paar YouTube-Videos dazu an, wie es benutzt wird. Wie gesagt, ich habe jetzt dieses Blemish Ready. Vielleicht gibt es da noch andere. Aber, also für eine natürliche Deckkraft, ist es super. Es hat halt keine Chemie drin. Es schont die Haut, also es spachtelt die Haut auch nicht zu. Die Haut kann weiter atmen. Es hat, glaube ich, auch einen leichten Sonnenschutzfaktor mit drin und so weiter. Also dafür ist es super, ja. Also auch gerade so natürliches Make-up. Riesig viel Daumen hoch. Wenn man aber sich halt irgendwie eine höhere Deckkraft erhofft oder ein einfach anzuwendendes Make-up, also bei mir sollte es immer schnell gehen, das Schminken. Und da bin ich halt ewig lang am Hin- und Herstreifen und dann noch eine Schicht und noch eine Schicht. Ja, vielleicht mache ich es auch einfach total falsch, aber es hat mich nicht überzeugt. Was mich dagegen sehr überzeugt, ist von Urban Decay das Naked Make-up. Da gibt es auch den Naked Concealer zu und es sind beide vegan. Aber bei Urban Decay müsst ihr mal gucken, es ist nicht alles von denen vegan. Aber auf dem Online-Shop von Urban Decay könnt ihr eingeben vegan oder einen veganen Filter und dann kriegt ihr halt alle Produkte angezeigt, die vegan sind. Die anderen sind vegetarisch, weil da zum Beispiel Bienenwachs mit drin ist. Und ich habe hier auch schon die hellsten Nuancen, weil ich ein super heller Hauttyp bin und habe das auch aktuell drauf, dieses Urban Decay. Und ich finde es super toll. Es ist mega einfach anzuwenden. Also man hat hier so eine Pumpflasche und einmal pumpen reicht bei mir fürs ganze Gesicht und für eine mittlere bis hohe Deckkraft. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Theaterschminke, die brauche ich auch nicht. Ich finde es aber super von der Deckkraft und es ist sehr flüssig, was ich tatsächlich gut finde, weil es sich super verteilen lässt. Es zieht irgendwie sofort, also es verblendet irgendwie total schnell mit der Haut und gibt keine Streifen und Flecken und ja, krass. Also seitdem ich dieses Make-up kenne und damit angefixt wurde,
es ist echt schwer, noch irgendwie ein Billig-Make-up zu benutzen. Ich finde es aber auch bei diesen billigeren Sachen viel schwerer, irgendwie herauszufinden, was davon vegan ist. Aber vielleicht stelle ich mich da auch nur zu blöd an. Aber ja, ich finde es echt gut und habe auch nicht das Gefühl, dass es meine Haut total zukleistert. Ich habe auch jetzt, seitdem ich diese guten Make-ups benutze, das ist jetzt halt seit Oslo, also seit Januar, dass ich hochwertiges Make-up benutze und es hält übrigens sehr lang. Also ich habe in Oslo im Januar das erste bekommen und musste es dann im Mitte, Ende April musste ich das erst nachkaufen. Also es hat gute 3 Monate gehalten, ja. Also es hätte, ich habe es am Anfang ein bisschen zu viel benutzt, weil ich mich erst reinfinden musste. Also wenn man es, so wie ich es jetzt benutze, hält es ungefähr 4 Monate. Also das ist schon okay. Wenn man es dann runterbricht, ich glaube 30 Euro kostet es oder 35. Wenn man es auf 4 Monate runterbricht, geht das echt. Ja, und seitdem ich halt diese hochwertigen Make-ups benutze, ich hatte ja immer Probleme mit Pickeln, die ich überall hatte und Frieseln und irgendwie wieder irgendwelche Krater und so weiter. Das habe ich durch die Ernährung schon ganz gut hinbekommen, aber natürlich durch Make-up, was ich benutzt habe, eben nicht ganz. Und seitdem ich eben diese hochwertigen Make-ups benutze, habe ich diese Hautprobleme nicht mehr. Also, dass ich mal irgendwie Pickel abdecken muss. Klar, ich habe noch Hautrötungen und so, die habe ich aber schon echt immer, also auch schon bevor ich mal Make-up benutzt habe als Teenager und so. Oder mal so trockene Hautstellen, wobei die trockene Haut auch besser geworden ist tatsächlich. Aber, also, dass ich jetzt irgendwie mal riesig Akne hätte oder mal so ein Monsterpickel oder so. Ich weiß nicht, wann ich den letzten Monsterpickel hatte. Meine Haut leidet durch diese Make-ups deutlich weniger, wenn überhaupt noch, ja. Und ja, den Concealer finde ich auch gut, der ist schön deckend, der ist aber auch recht flüssig. Ich kann euch das hier vielleicht mal... Ich bin ja nicht der Profi drin, aber wenn man das jetzt mal hier... Also der ist halt sehr hell, aber im Gesicht brauche ich das wirklich aktuell. Weil wenn man den verwischt, geht es dann schon wieder... Und ich trage das mit so einem, also nicht mit so einem Fake Beauty Blender auf. Es gibt bei DM von Ebelin oder so ein Beauty Eye, das kostet wie 4 Euro oder 3 Euro oder so. Und damit trage ich immer das Make-up auf und komme damit super zurecht. Ja. Und dann ebenfalls von Urban Decay. Das habe ich auch nur mitbekommen, weil es gerade im Angebot war, wenn man Make-up gekauft hat. Ansonsten würde ich es mir wahrscheinlich nicht mehr holen, weil ich es einfach nicht gerechtfertigt finde für den Preis. Das kostet halt auch um die 25, 30 Euro normalerweise, wenn es nicht im Angebot ist. Und es ist ein Setting Spray für Make-up. Also das Make-up einfach länger hält. Dann, wenn man sich fertig geschminkt hat, hält man das vors Gesicht, sprüht und dann hat man so einen feuchten Sprühnebel und der soll das Make-up fixieren und auch ein bisschen noch für das hier ein bisschen die Haut beruhigen, für Feuchtigkeit sorgen. Es gibt verschiedene davon, 3 Stück glaube ich. Ja, weiß nicht. Also manchmal denke ich dran, es zu benutzen, manchmal nicht und ich sehe nicht wirklich diesen Unterschied davon, der es rechtfertigen würde, diesen Preis auszugeben. Daher fällt das hier für mich eher durch. Und wir kommen zum Ende endlich mal. Es wurde schon wieder ein super langes Video. Ich wette, ich habe das wieder in 2 Teile geschnitten. Ich habe hier von Rossmann Müller. In der Müller-Drogerie gibt es das. Terra Nature. Oder Terra Naturi. Gibt es die Produkte. Das sind eben auch Bio- und Naturprodukte. Und da habe ich diesen Augenbrauenstift gefunden. Generell mal Müller-Drogerie. Wenn ihr sowas in eurer Nähe habt, die gibt es ja nicht mehr so oft. Die haben oben, also bei mir ist es jetzt oben im Stockwerk, eine Naturkosmetikabteilung, wo man eben Bio- und Naturkosmetik bekommt. Und die ist zwar nicht alles vegan, aber an diesen ganzen Ständern steht in der Regel immer dran, wenn etwas vegan ist. Zum Beispiel, wenn ihr bei den Lippenstiften guckt, dass dann bei 2 Stück dabei steht vegan, ja? Oder bei dem Augenbrauenstift oder bei Puder, Make-up. Also das finde ich eine richtig gute Orientierungshilfe, weil ich finde es bei den anderen Produkten immer sehr schwierig. Du musst halt gucken, hey, okay, die Liste, wo ist das zu finden? Und da gehst du einfach hin, guckst irgendwie, aha, Make-up, das ist vegan und der ist vegan. Finde ich sehr gut mit der Kennzeichnung. Und ich habe diesen Augenbrauenstift. Ich hatte vorher einen von Catrice. Keine Ahnung, ob der vegan ist. Meine Mutter hatte mir den mitgebracht. Den von Catrice fand ich nicht schlecht, aber ich fand ihn extrem graustichig, also extrem aschig. Und hat auch nicht so gut gemalt. Und der hier hat so ein
finde ich. Komm schon, yay, scharf geworden. Naja, in der Kamera sieht es, glaube ich, auch eher grau aus. Also es ist so schon ein aschiges Braun. Es passt halt zu meiner Augenbrauenfarbe. Aber was ich an dem mag, ist, dass der sehr intensiv malt. Also dass der wirklich extrem pigmentiert ist, wenn man jetzt mal hier so sieht. Also ich habe jetzt nicht stark aufgedrückt. Und da muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen. Ich hatte vorher einen, mit dem ich richtig, mit dem Catrice musste ich richtig hin und her malen. Und mit dem gehe ich jetzt irgendwie einmal so ein bisschen drüber und habe die Lücken gefüllt. Aber der ist toll. Ich meine, der hält dadurch natürlich auch relativ lang, was relativ ergiebig, wobei er sehr weich ist. Also ewig hält er auch nicht. Aber ich mag den. Ja, den benutze ich jetzt seit einem Monat oder so. Also ich denke, da kommt man auch, oder komme ich zumindest auch so 3-4 Monate mit hin. Und oh, diese Terra Nature Sachen, die sind auch nicht so mega teuer. Ja. Und da fällt mir ein Produkt habe ich noch. Und zwar einfach mal beispielhaft Arganöl in die Kamera gehalten. Das ist, habe ich zugeschickt bekommen. Das ist ein ziemlich gutes Arganöl, finde ich. Also ich bin da echt super mit zufrieden. Aber es geht gar nicht darum, um diese Marke, sondern es geht darum, ich hatte vorher ein Make-up, was ziemlich dickflüssig war und womit ich dann echte Probleme hatte mit dem Auftragen. Und da habe ich dann irgendwann mal gedacht, flüssiger machen das Make-up. Gebe ich doch mal ein bisschen Gesichtsöl rein, ist dann vielleicht auch ganz gut, weil das Make-up war auch nicht so toll für meine Haut. Also es hat bei mir ausgetrocknet und dann dachte ich, naja, Gesichtsöl mit rein, ne? Und habe dann einfach einen Tropfen Arganöl auf meine Hand gegeben, das Make-up drauf, das miteinander verrührt, dann ab aufs Gesicht. Und es ließ sich viel, viel schöner und geschmeidiger verteilen natürlich und hat halt auch zusätzlich noch meine Haut besser gepflegt. Ja, also das mal so als kleiner Tipp zum Schluss. Und damit verabschiede ich mich, der Akku ist schon wieder leer. Aber zum Glück bin ich jetzt auch am Ende des Videos und ja, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und wenn ihr irgendwas dazu noch zu sagen habt zu diesen Produkten, gerne ab damit in die Kommentare. Wenn ihr meint, ich soll irgendwas unbedingt testen, auch gerne ab damit in die Kommentare. Und hoffentlich bis zum nächsten Video. Macht's gut.